damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon und Nipsas da draußen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas und PlayerGaddon. Jo, wie man sieht, keine Facecam. Ich glaube, ihr habt selber gesehen, woran es liegt. Und zwar, die Facecam, die läuft nicht so ganz flüssig. Ja, es sind halt keine 25 FPS. 25 FPS heißt, also ab der FPS-Zahl sieht das menschliche Auge eine flüssige Bewegung an. Und ja, das hat die Facecam leider nicht. Ja, ich habe die auch im Keller gefunden, also ist nichts Schlimmes. Aber ich versuche irgendwie in den nächsten Tagen für Ersatz zu sorgen. Mit einer flüssigen Facecam. Vielleicht ist die Quali sogar besser, mal sehen. Auf jeden Fall in der heutigen Folge will ich euch mal wieder eine Angriffsstrategie vorstellen. Und die Angriffsstrategie heißt Ho-Wai. Also Hawk Rider und Wizards. Für die kein Englisch können. Also Magier und Schweinereiter für die kein Englisch können, wie man auch hier sieht. Was habe ich in dem Armeelager? 20 Magier Level 5 und 28 Schweinereiter Level 4. Wo habe ich die Angriffsstrategie gefunden? Die Angriffsstrategie habe ich auf der Clash of Clans, auf der offiziellen Wikipedia-Seite von denen gefunden. Ihr könnt ja mal selber nachschauen. Die Seite ist in der Beschreibung verlinkt, also wenn ihr auch mal eine neue Strategie sucht, könnt ihr da mal vorbeischauen. Da sind sehr, sehr viele. Ich habe da sogar Maggi-Soße gefunden. Ja, also da gibt es wirklich viele und in der Zauberspruchfabrik habe ich 4 Heilzauber Level 6. Jo, und dann eine ganz kleine Frage an euch. Was würdet ihr als erstes machen? Valkyren auf 2 oder Schweinereiter auf Max? Ihr könnt es mir mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, denn in 10 Stunden ist ja mein Heiler auf 3 fertig. Den werde ich sowieso nicht benutzen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich mal 1,5 Millionen Elixier habe, wieso grant sie ab? Jo, während wir jetzt den Gegner suchen, werde ich euch erstmal erklären, wie man ungefähr mit der Strategie angreifen soll. Und zwar muss man sich einen Gegner suchen, wo die Mauern relativ nah aneinander sind, sodass die Schweinereiter nicht von Riesenbomben oder so getroffen werden können. Und ja, man versucht dann erstmal mit 1, 2 Schweinereitern die Klarenburg rauszulocken. Wenn man die Klarenburg nicht rauslocken kann, dann ist alles gut. Man kann normal angreifen, aber wenn eine Klarenburg vorhanden ist, muss man die halt rauslocken und dann mit den Magiern ausnocken. Und, wenn die Schweinereiter dann in die Base stürzen, ungefähr schon ein paar Verteidigungen kaputt gemacht haben und keine Kanone oder Minenwerfer oder Magierturm mehr in der Nähe ist oder Bogenschützenturm, dann fängt man an, die Magier zu setzen und die räumen dann halt von hinten den Loot oder, ja, die Gebäude auf, je nachdem. Ich glaube, das ist auch eine relativ gute Taktik, um Pokale zu farmen, aber die ist nicht ganz günstig. Das ist hier der Nachteil. Die Schweinereiter, die kosten richtig viel. Und zeitaufwendig ist es auch. Oh, der hat so viel schleckeres Loot. Wie der liebe Don John jetzt sagen würde, aber ja. Wir wollen einen richtigen Fight haben und ich würde sagen, ich werde die Gegnersuche überspringen. Also bis gleich. So, ich glaube, hier haben wir sogar einen Gegner. Das Problem ist, die Mauern sind nicht so nah, wie ich es mir gedacht habe. Am besten irgendwie. Clemens hat mir einen Tipp gegeben, wie man am besten mit Schweinereitern angreifen soll. Und zwar 1, 2 losschicken. Um zu gucken, ob da irgendwo eine riesige Bombe ist. Aber, ach, fuck. Egal. Wir machen die YOLO-Taktik. Nee, erstmal gucken, ob hier was ist. Klarenburg? No. Es ist nichts in der Klarenburg. Dann würde ich sagen, YOLO. Hashtag YOLO-Bomb. So, wir setzen einfach mal einen Heilzauber und dann gucken wir, wo die Schweinereiter so lang gehen. Ja, ey. Ein Glück hatte ich da noch eine Riesenbombe hingesetzt. Nächster Heilzauber hierhin. Nächster Heal hierhin. Ich setze lieber zu viel Heilzauber als zu wenig am Ende. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen auf die Schweinereiter, sodass die das meiste von der Base wenigstens bekommen. Ich glaube, langsam können wir mal anfangen, die Magier zu setzen. Bomben oder so dürften hier eigentlich nicht sein. So, jetzt die Helden hinterher. Die müssten auch noch einiges. Ah, die Schweinereiter haben die Base ja schön aufgeräumt, wie ich sehe. Also das meiste zumindest. Oh, er war seit der letzten Wartungspause nicht mehr online. Wann waren die letzten Wartungspause? Die Minen und Salma sind auch nicht gerade voll. Oder er hat den Boost noch nicht benutzt seit der letzten Wartungspause, kann natürlich auch sein. Aber ich finde, das sieht schon richtig fresh aus, wenn das so orangen da ist. Orangen da ist. Okay. Schweinereiter leben nicht mehr. Jetzt muss ich auf meine Queen hoffen und auf die Rest. Nein, eine Riesen. Oh, nee, nur eine Wumme. Glück gehabt. Ein Barbaren könnte ich zünden. Weil er bald down ist. Und die Queen können wir auch gleich zünden. Jetzt können wir sie zünden. Okay, Queen gegen Queen gleich. Wenn die Queen sich mal um die Queen kümmern würde und nicht um die Clanburg. Ja, das hast du super toll gemacht. Ah, diese Magier könnten mir wohl noch einiges an Loot rausholen, wie ich sehe. Ja,
Ah, sehr nice, sehr nice. Ach, scheiße, die Queen hat was gemerkt, dass die Magier da sind. Come on, come on. Ach, mach doch nicht die Mauer kaputt. Bitte, bitte geh noch aus der Elixierlager und hol noch ein bisschen Elixier raus. Sodass es sich loot-technisch etwas gelohnt hat. Ja, ja, nice run. Ja, das Elixierlager bekommen wir noch. Heavy, würde ich sagen, richtig heavy. Ich muss sagen, das war nicht die pornöseste Base und ja, Loot-technisch würde ich sagen, ist in Ordnung. Elixier-technisch haben wir eigentlich das meiste rausgeholt. Ich würde mal sagen, ich bereite noch einen zweiten Angriff der Hawaii-Angriffsstrategie vor. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, damit hätten wir wahrscheinlich schon den zweiten Gegner mit der Go-Y. Mit der Hawaii-Taktik. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Von welcher Seite soll man angreifen, ey? Das ist hier die gute Frage. Ich würde sagen, von da, die Seite lacht mich irgendwie mehr an. Sieht so ähnlich aus wie meine Base, aber die Verteidigungsgebäude sind da ein bisschen anders gestellt. Ich hoffe mal, dass hier nirgends so eine Riesenbombe war. No. So, jetzt werden wir probieren, hier in die Base reinzustürmen. Zwei Heilzauber habe ich direkt gesetzt. Ei, ob das wohl gut werden kann. Ich habe den Blitzbell vergessen für die Clanburg, aber ich hoffe mal, dass es mir nicht zum Verhängnis werden wird und es sieht mir sehr stark nach einem Fail aus. Aber einige Schweinereiter leben anscheinend noch und deswegen könnte es eventuell noch was werden. Warte mal. Oh, fuck. Ach, der Heilzauber war schon mal fehlgesetzt, würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir langsam die Magier setzen. Wir haben keine andere Wahl. Alle Zauber sind gesetzt. Das sieht nicht besonders knorke aus. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen von dem pornösen Loot raus. Der Loot momentan ist wirklich so ein bisschen... Ist wirklich so... Aber direkt nach dem Update habe ich ein bisschen angegriffen. Ei, die Riesenbombe hat ein bisschen Damage bei denen gemacht. Aber es ging eigentlich noch. Die Barbarenkönig können wir jetzt zünden. Und die Bogenschützenkönigin, ja, die hat noch ein bisschen Zeit, bis sie gezündet wird. Und jetzt schauen wir mal nach, was hier loot-technisch noch so geht. Einiges haben wir rausgeholt, aber meiner Meinung nach etwas zu wenig. Es wäre geil, wenn die Bogenschützenkönigin jetzt nach außen laufen würde, um sich noch das Gold- und Elixierlager zu snaggeln. Leider leben wir nicht hier in einer Traumwelt. Beziehungsweise nicht im Wunschkonzert. Und die Bogenschützenkönigin läuft nach innen, wo fette 300 dunkles Elixier drin sind. Das ist wirklich pornös. Noch nicht zünden. Jetzt können wir sie zünden. Wäre nice, wenn sie noch den X-Bow kaputt bekommt. Komm. Ah, der Tesla hat mitgeholfen. Leider wurde jetzt nichts mehr draus. Sonst hätten wir eventuell noch das eine Goldlager und Elixierlager mitgenommen. Aber, Alter, es leben immer noch Magier. Echt jetzt? Ja, leider sind die Außen lang gegangen. Leider nicht zum Lager, aber was soll's, ne? Ich meine, diese Taktik war auch nur zum Ausprobieren, um euch eine andere Angriffsstrategie zu zeigen. 162.000 Elixier, 81.000 Gold, 267 Dunkles. Naja, es gibt besseren Loot, aber ich meine, es geht. So, in meinem Dorf hat sich wahrscheinlich jetzt einiges getan, da ich den anderen Angriff, den ihr als erstes gesehen habt, vor einer Woche aufgenommen habe. Jetzt habe ich den Angriff jetzt eine Woche später aufgenommen. Wie man sieht, einiges hat sich in meinem Dorf getan. Zum Beispiel jetzt grade ich die Schweinereiter auf 5 ab, sodass sie auf Max sind oder so, dass ich mich nicht mehr um die kümmern muss. Jo, 50.000 Nukles haben wir schon, ist ja relativ nice. Also können wir bald den Barbarenkönig auf 13 starten. Da ist er schon ein waschechter Teenager. Yo, was hat sich noch zu meinem Dorf getan? Ich habe wieder einige Mauern geupgradet. Ich habe mir auch beschlossen, alle Mauern auf 8 zu machen und dann erst die X-Bows auf 3, denn ich finde, ich sollte mal langsam die Mauern auf 8 machen. Dann ist schon ein bisschen mager mit Rates Level 9 auf Level 100 noch Rates Level 7 Mauern zu haben. Genau, Level 7 Mauern zu haben und deswegen habe ich mich dazu beschlossen, jetzt einige Mauern auf 8 zu machen. 59 Mauern haben wir auf 8 und 81 auf 9, also läuft, würde ich sagen. Also insgesamt 240, wie man hier sieht. Jo, ich würde dann sagen, das war's dann mit der heutigen Folge, mit der Angriffsstrategie-Folge. Wenn ihr weitere Angriffsstrategien sehen wollt, schreibt sie unten in die Kommentare rein und schaut mal ganz unten in den Link rein. Da findet ihr mehr Angriffsstrategien, falls ihr welche sucht. Ist von der Wikipedia-Seite, wie ich gesehen habe. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein C&C mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao.